While the source of the curse is still unknown, your occultists have devised a way to protect your camp from its effects. An elixir made of special herbs cooked in sulfur scattered fire. Guck dir Elixier. Haben wir alles? Jo. Nee, Herbs fehlen uns. Nein! Okay, alles. Okay. Also wir brauchen Herbs. Ich glaube Fische, ne? Sind Herbs Fisch? Sieht auf jeden Fall auf dem Bild aus wie ein. Nee, das sind Pflanzen. So hier, so Kräuter, ne? Herbs sind Kräuter. Wir hatten alles außer die Herbs. Ich glaube Kräuter. Ich weiß es nicht. Wir haben aber auch irgendwie nicht so richtig viel. Ich glaube, ich schicke nochmal einen los gleich. Hier wären die Herbs. Hier wären richtig viele Herbs, aber natürlich auch richtig interessante Gegner. Vielleicht schicken wir Paula mit. Dann kann die da nochmal ein bisschen mithelfen. Weil die beiden Jungs kriegen das ja sonst wieder alleine nicht hin. Ich würde aber gerne halt auch das mit diesen Büchern verbinden. Aber das sieht nicht so aus, als wenn wir das hinkriegen. Das heißt, wir müssen hier... Wir haben hier auf jeden Fall ein Unknown-Dingens. Wie weit ist denn... Können wir hier nochmal gucken? Ich würde gerne mal wissen, wie weit Stan ist von... Der sieht auch nicht ganz voll aus. Das macht aber nichts. Haben wir den... Ja, haben wir schon gebaut. Und die Paula kriegt den hier. Den Klopp. Zack, zack. Kostet jetzt natürlich mehr Essen. Aber nur dreimal Salat? Okay, das geht. Sand. Ja, Kräuter. Ist Kräuter. Juhu, ist gut. Und ich forever alone in the base. Ja, du. Einer muss ja die Stellung halten, ne? Oh, ja, und der schläft ja auch. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Der pennt. Oh. Warte mal. Normalerweise. Stopp. Das dauert zu lange. Ich muss es leider abbrechen. Ich habe Sorge, dass es zu lange braucht. Ich recall die und schick die hier einmal erstmal zum Survivor holen. Schicken wir nur zwei. Das Essen wurde wahrscheinlich trotzdem aufgebraucht. So, nicht, dass wir den nochmal verlieren. Wir brauchen ja immerhin für die Mission 8 Survivor und da sind wir noch ein paar Meter von weg. Okay, hier ist es nochmal wieder ein bisschen besser erklärt. Auf Englisch. Ja, okay. Cool. Ach Gott. Huch. Die hatten wahrscheinlich keine Waffen, die Jungs. Gib mir eine Glock zum Verteidigen, dann schlafe ich auch nicht. Ja, da ist ja, kommt ja keiner. Aber die neuen Maps hier... Also ich kenne die noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange die schon implantiert sind. Sehen echt nice aus. Schön gezeichnet. Gefällt mir. So, ich werde jetzt gleich nochmal richtig taktisch vorgehen. Da sind sie. Pass auf. Stop. Also, wir werden den Stand... Können wir den hier reinsetzen? Ja, in den Baum. Dann hat er nämlich schon so eine minimale Verteidigung. Und, warte mal. Kannst du nicht auch da... Sollst du ja nicht hin. Aber dann wird er wahrscheinlich angegriffen. Gucken wir mal. Genau, jetzt hat er... Oh, jetzt wird natürlich Gonchi angegriffen. Aber Gonchi müsste, glaube ich... Eine relativ hohe... Ne, hat er nicht. Also, steht ja auch so, aber das sieht so gut... Hä? Achso, ja, stimmt, waren nur zwei. In dem anderen waren mehr. So, jetzt haben wir erstmal einen mitgebracht hier wieder. Und dann holen wir uns gleich hier die Herbs, die Kräuter. Wir haben Sass. Sass ist Plant Tree. Ein Plant Tree Typ. Na, viel Erfolg. Kann er nebenbei noch irgendwas anderes Wichtiges machen? Ich guck nochmal. Hier. Ah, ne. Hier, Skills. Wollten wir gucken. Mind Speed, okay. Query, Max Sales. Research. Ein Belieber. Ein Gläubiger. So, dann. Auf zu den Herbs. Und ein bisschen Essen kriegen wir auch noch. Und da werden wir jetzt einfach nochmal ein bisschen übertrieben taktisch vorgehen. Dreimal Essen.
Einfach nur zum Üben. Aber es wird später schon ein bisschen kniffliger. Und wir werden auch ab und zu angegriffen. Mal gucken, ob wir wirklich so taktisch vorgehen. Na? Komm raus, wo immer du bist. Moin. Hallo. Stan, kannst du mal, das ist gerade untaktisch. Paula, hallo. Warum hat er hier da so zwei Pfeile? Ist er irgendwie toller als andere? Oh, warte. Nee, du sollst sehen. Okay, so. Das war super taktisch. Das war, habt ihr gesehen, das war eine taktische Raffinesse. Sozusagen. Top Secret. Steht hier schon immer Top Secret? So, wir haben hier ein Leather Jacket. Back in Fashion. Armor plus 2. Evasion 20, keine Ahnung. So, dann haben wir hier automatisch das logischerweise auch entdeckt. Und dann Büchers? Wie sieht's mit Büchers aus? Wo finden wir denn Büchers? Alkohol? Hier muss es doch irgendwo Büchers geben, sag mal. Was ist das? Holy Words! Okay, wir werden hier mal zum Scouten. Den Stan. Den alten Scouter. Vielleicht findet er da noch irgendwas. Ja, das war super taktisch. Ja, also wenn ihr mal, also das Spiel ist ja nicht ohne. Wenn ihr mal taktische Hinweise von mir haben wollt zu dem Spiel, schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich werde euch die perfekte. Oh Gott, wie wenig hat der denn aufgedeckt? Ich werde euch dann entsprechende taktische Hinweise geben, was man so machen kann, was man unbedingt beachten sollte, wie man sich aufstellt und vor allem, wie man die Leute beschäftigt. Es sind gerade exakt drei Leute nicht beschäftigt. Vegetable Farm. Wir könnten natürlich hier ein bisschen Death mal langsam aufbauen und Boards könnten wir vor allem mal bauen. Können wir auch ein paar. Wir machen einfach auch mal ein paar. Wir könnten schon mal. Klee. Wir ziehen mal Klee komplett weg hier. Und die Steine endlich mal. Vorhin hatten wir so viele Sachen, die wir machen wollten. Okay, sind auf jeden Fall alle beschäftigt. Sehr gut. Achso, und da kann ja einer was zu essen herstellen. Oh nein! Es fehlt uns ein Kräuterli. Da habe ich nicht drauf geachtet. Mist. Essen haben wir immer noch genug, Trinken haben wir genug, Scraps haben wir genug. Macht erstmal. So, dann haben wir. Boards werden gerade gemacht. Evasion, ausweichen. Ah! Du bist mein Google-Übersetzer. Nein, nein, nein! Was? Was nein? Stan. Stan kriegt Klamotten. Schöne Lederjacke. Sieht ja sogar stylisch aus. So, hier. Genau, da kommt dann irgendwie Medizin nachher hin. Wenn ich mich recht entsinne. So, und hier können wir natürlich dann auch keine Klamotten machen. Können wir denn schon welche? Ja, die. Kann das sein, dass wir echt immer noch so wenig Heiz haben? Haben die keinen Bock, oder? Okay, jetzt ist der fertig, glaube ich. Jetzt hier. Maturity 100. So, warte mal, ich guck mal, ein bisschen dichter. Okay, das dauert einen Moment. Viel Holz haben wir eigentlich? 96 geht. Mach mal ein bisschen zügiger. Zack, zack. 10 Wolle. So, pass mal auf. Wolle haben wir. Wir haben Wolle. Das ist kein Hide.
Use in crafting resources can be obtained by killing werewolves. Nur da? Really? Oh Gott, ey, das ist so laut. Really nur da? Das ist ja hier. Close. Ah, das Buch brauchen wir immer noch. Riesirach. Riesirach. Können wir Riesirach auch herstellen? Gucken. Ne, kann ja nicht. Weil hier brauchen wir es ja schon. Können wir hier irgendwo Riesirach herstellen? Coasts. Ne. Zack, zack, zack. Coast. Hm. Hier mit Sicherheit auch nicht. Crossbow. Bessere Waffen, ja. Knife können wir noch nicht. First Aid. Kann der? Ne, der braucht auch. Alle brauchen Riesirach. Das darf nicht wahr sein. Was darf nicht wahr sein? Was ist passiert? Also hier gibt's mit Sicherheit Waffenteile. Könnten wir vielleicht mal hin. Einfach nur so. Herbs brauchen wir noch. Weil mich interessieren, ehrlich gesagt, die Bücher. Sag mal. Hier sind aber keine. Und das, der Loot verändert sich, glaube ich, auch immer mal. Hier gibt es aber nirgends... Oh, 207. Nirgends Bücher. Okay. Hilft nix. Aber ich will nochmal gucken. Hier kann ich das besser sehen. Der ist noch nicht ganz... Oh. Das ist aber nicht so... Oh, der ist voll. Das brauchen wir. Da zieht auch Paula mit, oder? Wir können ohne Paula losziehen. Das dürfen die beiden Jungs alleine hinkriegen. Sad. Oh, guck mal. Wollen die jetzt mehr essen? Kann das sein? Ein Event. Mit dem Herb. Ja, das darf nicht wahr sein mit dem Herb. Alles klar, ja. Dass da genau einer fehlt. Genau. Den holen wir uns danach. Den gibt's ja hier, glaube ich, nochmal. Nee, hier. Nö. Auf jeden Fall hier irgendwie. Ah, hier ist nochmal Hyde. Alles klar. Und Werwölfe müssen wir dann vielleicht... Können wir ja irgendwie das eine mit dem anderen gut miteinander verbinden. Oh, hier so in der Morgendämmerung. Schon dunkel, ne? Guck mal, da ist ein Zaun dazwischen. Das wäre natürlich super cool, wenn Gonchi da erstmal aus der Entfernung schießen könnte. Schade. Denn ich will euch ja wieder meine taktischen Skills hier einmal zeigen. Die sind nämlich auch nicht ohne. Wir könnten auf jeden Fall... Warte mal. Das wäre ein guter Platz. Wir könnten hier Stan gleich zurückschicken. Und Gonchi bleibt da. Die werden ja wahrscheinlich hier oben sein, irgendwie. Wo sollen sie sonst sein? So, den stellen wir im Baum rein. Jetzt kommt ein Reaper! Und dann automatically... Oh, Reaper. Oh ja, stimmt. Der konnte was aus der Entfernung. Ich erinnere mich dunkel. Das... Geht aber vom Schaden auf meiner... Uala. Alles gut, Satan. Alles gut. Der haut auf Gonchi. Oh. Also weglaufen kann man auch. Wow, das sieht Olympic Bow. Better than any handcrafted bow. Found in Scavenge. Damage 15? Kann man hier sehen? Muss ich auf Gonchi warten oder steht er schon hier? Damage 10. Okay. Er ist besser. Akzeptiert. Diva. Moin. Na. Ein wunderschön. So, dann holen wir uns gleich nochmal einmal Herb. Dann können wir hier dieses komische Mittelchen herstellen. Sind die? Ja, ist gerade zurück. So, wir wechseln jetzt einmal den Bogen. Gonchi kriegt jetzt einen besseren Bogen. Wir müssen eh noch ein bisschen heilen hier. Du kriegst
den unglaublichen Olympic Bow. Heil dich mal. Ich glaube. Achso, wenn ich. Ich muss dafür aber so ein. Irgendwie so ein, so eine Heal Station. Dann heilen die sich logischerweise automatisch ein bisschen schneller und besser. Hi, Zeit brauchen wir nochmal, um bessere Klamotten zu machen. Brauchen wir noch eine Sheep Farm? Ne, wobei. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben schon 38 Wool. Essen haben wir auch. Eigentlich relativ viel. Klee haben wir mega viel. Klee können wir da unten auf jeden Fall abbrechen. Das brauchen die hier nicht weitermachen. Aber die Reihe nehme ich auch nochmal weg. Zack, das brauchen die auch nicht. Dann können die Steine da wegnehmen. Und auch die Steine hier. Darf ich einen? Ein Bow? Ja, du bist ja hier zu Hause, du kriegst keinen Bau. General. Na, wie geht's dir? Dachte, ich schau mal wieder vorbei. Gut, über die Weihnachtszeit gekommen. Definitiv. Über das sozusagen verlängerte Wochenende. Gut überstanden, ja. Sehr schöne Weihnachtstage gehabt. Sehr entspannte, vor allem. Und, ja, du auch? Ich denke, ne? Weihnachten ist ja meistens so. Zeit. Und die Tage, wo es eigentlich irgendwie ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, wobei die Vorbereitungen sind meistens ziemlich stressig. Aber in der Regel ist es ja meistens ein bisschen, ja, besinnlicher. So, Bauen Training Area. Oh. Eureka! Some say the ideas are easy and action is all that matters. Sorry. Research Hour is driven by IDs. IDs that can form by anyone, anywhere, even in your sleep. What? Celt sometimes speaks in his sleeps. Mostly nonsense. But today, his ramblings lead to a scientific breakthrough. Wir haben jetzt einfach mal so 150 Research Points bekommen. Das sind natürlich, die nehme ich mit. Dann sollten wir mehrere Betten bauen. Ach, guck mal, die Betten werden jetzt, glaube ich. Das wird eng, ne? Ja, wir müssen ein Bett bauen. Ein zweites. Die hätten es natürlich gerne nebeneinander, aber das muss auch gehen. Gonji macht ein bisschen Brot. War leider krank, aber jetzt wieder. Oh ja, viele, ne? Viele sind immer über die Feiertage, warum auch immer, krank. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass man. Also A, Level up! A, dass man so ein bisschen Stress hat und B, dass man aber auch zum Teil zur Ruhe kommt, ja? Manchmal hat man ja gar keine Zeit, um krank zu werden, weil man einfach so drin ist. Ach, guck mal. Bows, Damage plus 20. Melee. Can craft Medizin. Nö. Bows. Du bist unser Bogenträger. Achso, und Paula ist nämlich die nächste, die denn den zweiten Bogen eigentlich trägt. Mit der werden wir nämlich auch losdüsen. Und du kriegst hier zumindest kriegst eine Keule. Und Sass, wenn er hier schon so rumsteht, kriegt auch eine. Die sind ja über. So. Wie weit sind wir? Ja, zwei Betten brauchen wir. Für acht Leute brauchen wir sowieso zwei Betten. Essen haben wir auch genug. Können wir irgendwas Geiles noch researchen? First Aid, hier. Das macht Sinn. Denn können wir nämlich auch ein bisschen schneller heilen. Hier. Können wir auch direkt bauen, wenn wir Platz hätten. First Aid Kit. Das ist, glaube ich, zum Mitnehmen. Entschuldigung. Die gute alte Kohlensäure. Wir bauen mal noch eine Kabine. Kaum Platz, ja. Da, die Bäume sind gewachsen, sehr gut. Wir bauen mal hier in die Höhe. Nach oben. Norden. So, die nehmen wir weg. Und falls einer Langeweile hat, oder? Bild, Bäume,
Kann ich hier auf jeden Fall nochmal Setzlinge setzen. Was war das hier unten noch? Ah ja. Ah ja, Training. Da könnten wir Stan einmal kurz hinschicken. Was macht er gerade? Sehe ich das? Ach, Plant Tree. Nee, das brauchst du nicht unbedingt machen. Du gehst trainieren. Hallo? Du gehst trainieren. Sieht man denn... Oh. Skills. Ah, ein bisschen braucht er noch. Der ist bei 133. 85. Glock könnten wir erforschen. Du und deine Glock. Gucken mal. Glock. Aber will ich die kompletten 200 Punkte schon dafür rausballern? Ich bin ja immer so... So ein Typ, der eher erst auf Verteidigung geht. Guard Tower. Ist natürlich auch nicht schlecht. Bonus Cover und Bonus Range nämlich. Wenn die uns mal angreifen. Ich meine, wir sind noch ein paar Meter davon weg, dass sie uns angreifen. Ich bin immer so ein Sammler. So ein Messi. Wir machen erstmal hier. Water Usage. Wir verbrauchen hier schon mal ein bisschen weniger Wasser. Das finde ich schon mal gut. Water... Oh. Water Usage. Ah, das ist wahrscheinlich für die Menschen gewesen. Und das ist für die Farms. Na gut. Sandwiches. Nice Box. Glock wird auch noch rankommen. So, Gonji, da warten wir noch mal ein paar Sekunden ab, bis der ein bisschen gesünder ist. Ja, ist schon fertig. Das ist auch schon fertig, das heißt, wir können einmal hier... Tree Survivor Rounds for Faster Healing. So, da kann nämlich der Gonji dahin. Dann. Und ich weiß gar nicht, wenn ich dem jetzt... Select Equipment, das ist glaube ich... Uses... Click to Craft. Ich glaube, der nimmt das irgendwie automatisch, wenn er unterwegs ist. Wir stellen mal noch einen her. Der nimmt ja erstmal nicht so viel Platz weg. Und geben den Stan auch nochmal was davon mit. Da. Stan. Unser Nahkämpfer. Zack. So, und Gonji dürfte jetzt eigentlich ja, ziemlich fit sein. Und wenn er dann zurückkommt, kann er das nächste Mal hier hin. Wir warten nochmal ab, bis Stan damit fertig ist. Guck mal, schon wieder mitten in der Nacht. Wollen wir denn mitten in der Nacht denn los? Wir wollten ja eigentlich Bücher, ne? Ist der Loot jetzt hier anders? Ich glaube nicht. Bücher. Und Herbs. Warte mal, Herbs. Das sind aber so viele tausend Sachen zu machen. Wir brauchten Herbs hierfür. Hatten wir nicht eingesammelt, genau. Also, als nächstes erstmal Herbs, damit wir wieder normal bauen können. Können wir das auch irgendwie sinnvoll? Haben wir noch irgendwo vielleicht einen Werwolf, den wir gleich mitmachen können? Hier, Herbs. Und Fragezeichen Loot. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich traue diesen Viechern nicht. Aber irgendwann... Hier wäre ein Werwolf. Nee, nee. Wir werden mal hier hin. Hier war doch so eine kleine Truppe. Mit Unknown Loot. Zack, zack. Und... Paula, du darfst auch mit. Sad. Wir brauchen ein Herb. Genau. Wir besorgen uns erstmal Herb. Dürfte ja wieder relativ easy gehen hier. Ach, Paula. Wie ist so eine
Wie so eine Faul Faule. Wie so eine Farmerin. Faulerin, wollte ich gerade sagen. So, hier haben wir wieder ein bisschen Dev stehen. Das heißt, rein theoretisch. Darf ich Sass sein? Ja, natürlich. Wenn wir wieder zu Hause sind, Shinato, dann wirst du. Naja, jetzt wird es Stan sein, natürlich. So, mal rein theoretisch. Könnten wir Gonji einmal hier porken? Dann sind die schon mal so ein bisschen vorm Nahkampf gewappnet. Und Stan, lassen wir die mal holen hier. Können wir Pause? Ich kann die hier gerade nicht ändern. So, sind die hier in der Nähe? Müssen ja bestimmt. Hallo! Folgt mir! Hier gibt's nichts zu sehen. Ah, guck. Habe ich mich verzählt? Waren das fünf, ja? Alles so. Wir gehen mal einmal kurz. Können die nämlich. Ja, genau. Oh, jetzt greift er den an. Ja, sehr gut. Gut aufgeteilt. Oh! Ein Evil Ward? What's the evil eye in Demons? Armor plus 30. Was ist das denn? Ginger Extract. Raw Elixir made of Ginger and other Witchcraft Components. Duration 120 Attack Speed plus 15. Ist ja auch eine Nahkampfwaffe, würde ich sagen. Sieht auf jeden Fall. Das sieht aus wie Ingwer? Oder wie ein Teddy? Ich kann das gerade gar nicht. Was soll das sein? Und dann hier so ein Reagenzglas gefüllt? Mit komischen Sachen? Faule, nee, ich wollte. Ja. Nein. Mir versprochen. Versprecherlies. Indessen, Cess könnte. Können wir reden? Ja, Sass. Achso, willst du jetzt Sass oder Shinato, oder Stan sein? Shinato, kannst du ja aussuchen. Sind ja beide noch quasi frei. Farmer, stimmt, durch den Hut. Ja. So eine kleine Farmerin. Bist du, glaube ich, auch, ne? Oder wer war Farmer? Guck mal, Sass hat nichts zu tun. Ja, Sass müsste eigentlich. Shinato? Stan. So, kann der? Ja, kann er. Ginger Extract. Komisch aus, ne? Schaum und das ist ein Trank, um dein Ka. Das ist Schaum? Mach mal Sass zu Shinato, alles klar. Alles gut. Ich gebe ihm mal das hier. Du willst Sass sein. Oh, Shinato. Wollen wir dich nochmal. Wir gehen mal hier random. Warte mal, ich klicke noch dein Name 08. Ich klicke jetzt 8 Mal Shinato. Shinato 08. 8 Mal und das bist du denn. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Herzlich willkommen. Auch mit so einem Farmerhut. Train. Und den müssen wir gleich mal retten. Das machen wir aber gleich. Ginger Ingwer. Ah, guck mal. Hab ich doch gesagt. Das habe ich gedacht, ne? Dass das Ingwer ist. Ja, sieht doch auch aus wie Ingwer. Und dann hier halt so ein Extrakt. Jo. Schade, wir werden immer in der Base bleiben. Ah ja, das kann gut möglich sein. Dass Shinato und der General. Es sind auch wichtige Aufgaben, General. Auch wichtige Aufgaben, die Base zu verteidigen. Und wir haben noch Stan übrig. Ich werde mal ganz kurz eine Pause machen. Ich denke mal so 2, 3 Minuten ungefähr. Nee, 5.
Wahrscheinlich eher 5. In 5 Minuten sehen wir uns wieder und dann werden wir hier den Stranger uns holen. Ja, das werden wir machen. Ich sage, bis gleich.